Guten Tag, mein Name ist AZ, mein Name ist Burstwort. Ich begrüße Sie zurück zu einem neuen Part von Zelda Majora's Mask. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir eine Frau retten müssen. Und zwar die Kuh, wenn ich mich recht erinnere. Und man hat gesagt, wir sollen hier lang in den Wald der Mysterien. Vorsicht, Schildkröten. Ja, würde ich mal sagen, machen wir das direkt doch mal. Okay, ich muss dem Affen da folgen, wie gesagt. Du mir folgen? Mach ich doch mal gerne. Ja, der täuscht immer so an. Der täuscht immer an, er will das mal in eine Richtung gehen. Geht er im letzten Mal doch woanders hin. Das ist bei dem immer ganz witzig, wenn man den mal aus den Augen verliert. I'm fast as fuck, boy! Gut, da ist er. Okay. Oh, hilf mir! Ich habe gerade nach Pilzen Ausschau gehalten, als ich plötzlich ein Drucks eins übergezogen bekam. Dieses nervige Horror-Kid hat es einfach geglaubt, ich würde es hinter dieser Maske nicht erkennen. Aua, wenn das gedacht ist, was ist hier, würde es tut so weh. Und jetzt liege ich hier und kann mich nicht bewegen. Hey, du da! Hast du nicht etwas, was dir Energie wiederherstellen kann? Leider nein, leider gar nicht. Was? Du bist auch keine Hilfe. Du bist längst nicht das, was du vorgibst zu sein. Ja gut. Anscheinend können wir nicht viel machen. Wir gehen halt nicht mehr raus. Und sagen, dass man ihrer Schwester, Freundin, Zwilling. Und Zwilling ist es ja auch nur eine Schwester. Willkommen. Wertrige Wicken. Gut. Gut. Wie was? Das war auch gedacht. Kumuno wehgetan? Kumuno. Keine Ahnung. Das ist doch lächerlich. Das Horkit würde doch niemals im Leben ernsthaft schaden. Oh, aber wenn das wahr sein sollte, bringe diesen Trank bitte. Hey, wir haben einen Lustsitz hier erhalten. Rasch, bring diesen Trank. Ja, bin schon auf dem Weg, keine Sorge. Alles mit Opa. Kann man eigentlich schon. Nee, ach komm, hier bin ich drauf, oder? Egal. Backflip! Zumindest ist es immer derselbe Weg. Jetzt bin ich noch komplett fertig werden. Ja, es tut immer noch so fürchterlich weh, ich weiß. Du bist auch schon so alt und gebrechlich, du tust auch schon mal mehr weh. Hier hast du deinen Trank. Oh mein Gott, gib her! Muss das essen. Essen auf jeden Fall. Das Spiel gerettet. Ich werde dir helfen. Gut, ja, dann hoffe ich das mal. Das Praktische ist natürlich jetzt, dass wir auch eine Flasche haben. Und da sind schon die Drachen. Du sein mächtig. Ich dich beobachtet. Sumpf, voller vergiftetem Wasser. Bruder, gehen zum Tempel. Aber Bruder, nicht für den Eingang zum Tempel. Tempel nur für Deku. Bruder von Deku gefangen, jetzt sein Palast. Hilfe! Ja, da würde ich mal sagen, helfen wir mal diesem armen Affen. Schimpansen. Ja gut, Gorilla ist es nicht. Also sollen zumindest zwei in die Sümpfe gehen. Das wäre zumindest mal ein guter Anfang. Was tun wir? Jetzt sind sie auf einmal weg. Nehmen wir. Indem wir. Nein, okay. Also indem wir uns die Maske aufsetzen. Und wieder zurückspringen. So, zack, schnell Maske aufgesetzt.
Und es juckt auch überhaupt keiner Sorge, wenn ich ein Kind vor dem Shit, aber okay, das kann ich nämlich mit der hier sprechen. Oh, nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe. Als Belohnung darfst du umsonst in mein Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Die Fotobox. Nice, die Fotobox reicht. Zwar nur für einen Schnappschuss, dieser kann aber jetzt ausgetauscht werden. Gelingt dir ein hübscher Schnappschuss, bring ihn zu dem Kerl da drin. Also gut, die Fahrt geht los. Von was müssen wir denn nochmal so einen Schnappschuss machen? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße, ich hab's vergessen. Ja, ich kann. Ich kann. Mir jetzt. Also, man kann jetzt. Das hier nutzen. Und damit dann komische Bilder machen, auf jeden Fall. So. Was der Vorteil daran ist. Der ist auch mal für Sidequests wichtig. Der Vorteil ist jetzt nämlich, dass wir jetzt hier einfach. Wo werde ich dich abstechen, oh mein Appel? Und er stirbt. Also dann wird er auf jeden Fall stirbt er. So. Und das da hinten ist jetzt der Deko-Palast. Nächster halt Deko-Palast. Was ist wirklich? Pass auf, wo du hintrittst. Ja, möchte ich. So, und zwar. Was ist denn hier? Oh, er läuft uns vor. Dann folgen wir ihm doch mal. Okay. Gut. Ja, gut, das sind natürlich Deko, deswegen sollten wir auch mal die Deko-Maske ansehen. Natürlich ganz vorteilhaft. Oder die Deko-Schale, wie es hier heißt. So. Dieser regenten Palast, das Deko-Reich ist zutritt nur für Personen mit offiziellen Aufträgen. Für die öffentliche Schmähung des dummen Affen, der uns den König verärgert hat, seid ihr aber der Zutritt gewährt. Folge dieser Halle geradeaus bis zum Thronsaal. Betrete aber auf keinen Fall andere Wahl. Auf gar keinen Fall. Hast du mich verstanden? Das sind die Gärten. Ja, das waren die Gärten. Okay. So. Dann haben wir den hier. Das ist der Deko-König. Da muss ich, da habe ich ihn noch nie gesehen. Bist du ein Besucher? An und für sich. Freunde. Wenn mein Thron sei nicht willkommen, heute war die eine Ausnahme. Der dumme Affe, der die Deko-Prinzessin erfüllt hat, wurde heute bestraft. Das ist ein Angriff auf königliche Familie. Ich werde ihm schon zeigen, was dies zur Folge hat. Dieser dumme Affe sitzt dort im Käfig. Sieh ihn gut an. Jetzt da unsere Deko-Prinzessin vermisst wird, ist der König stets sehr aufgebracht. Ich fürchte, die Prinzessin befindet sich in Schwierigkeiten, so wie dieser Abweis behauptet. Aber in seiner derzeitigen Verfassung ist der König nicht in der Lage, Truppen zu auszusenden. Was sollen wir nur tun? Ja, was sollen wir tun? Also erstmal ist da dieser komische Abweis. Behaupt, na, ich hätte sie entführt, aber egal wie oft ich es dann auch sage, das bringt mir die Prinzessin auch nicht zurück. Wenn du nichts zu unternehmen, fällt die Prinzessin einem Monster zu Opfer. Bitte, du musst mir glauben. Ja. Also, er ist ja schon eben recht, ne? Wenn der Affe stirbt, bringt die Prinzessin auch nicht wieder zurück und die ist bestimmt irgendwo gefahren. Keine Ahnung. Oh, wo bist du denn? Sei mein Bruder gesund? Du gesehen Eingang zum Käfig? Wir kennen den geheimen Weg. Finde den Weg vom Eingang zu äußeren Gärten aus. Aber Eingang hoch oben. Niemand kommt hinauf. Brauchen Erbse vom Erbsekoffer. Wohl unter Palastgarten. Ja, einfach schon. Oh, du guckst sein. Pflanze Erbse in weiche Erde in äußeren Garten. Wirst du selbst herausfinden. Schnell, du helfen, Bruder. Ja, ich glaube, ich will das mal machen. Und zwar ist jetzt hier richtig krasse, mittige Solid Action am Start. Mission is to rescue a prisoner being held at Lamarchate Palace.
Geschichte. Bitte beziehe dich an. Finde es gut, wir sind im Königpalast. Aber das Infos sind das immer noch hier vertreten. Alles klar. Aber der dürfte, ich glaube, der Typ dürfte. Genau, der sitzt jetzt hier. Nun, du bist mein erster Kunde seit sehr langer Zeit. Brauchst du ein paar Wundererbsen, sobald sie vom Wasser benetzt werden? Wachsen große Blätter aus ihnen heraus. Ich gebe dir ein Musterexemplar, versuche es. Ja. Dankeschön. Gut. Ich bedanke mich. Ich glaube, es soll mir das hier. Ja, ich pflanze einfach mal hier reinkommen. Nicht. Ach nee, warte, ich muss dafür ein Junge sein. Wie kostet denn jetzt noch so ein richtiges? Möchtest du ein Wunder-Apps kaufen? Ja, ich 10 Milliarden. Ich war da oben Herzzeit dafür? Ich weiß es nicht mehr. Also mal kurz. Ich muss das mal rausfinden hier. Das ist ganz wichtig. Hier merkt man auch schon einen Unterschied zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask. In Ocarina of Time war das natürlich so, man musste in die Zukunft reisen, also quasi 7 Jahre warten, dann ist die Pflanze halt gewachsen, und zwar ausgewachsen. Und hier muss man halt einfach nur Wasser drauf füllen und zack, schon funktioniert das Ganze. Dafür gab es irgendwas. Ich war mir nicht sicher, wofür was. Achso. Ah, gut, das war nicht. Damit hat man das ja quasi wieder revidiert. Sich irgendwie drauf glitschen, das weiß ich, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich glaube, dafür muss man auch Sora sein, das ist ganz komisch. Das funktioniert doch keine Ahnung von. Was passiert jetzt, wenn man hier links lang geht? Kommt man später noch mal hin? Ich glaube. Ah, shit. Ja, jetzt werden wir rausgekickt. Ja, dann gucke ich dann gleich mal. Und zwar. Hier war das. Ich weiß nicht. Nee, da kann man noch nicht hin, okay? Also, da vorne ist nämlich auch noch was. Da hinten ist auch noch was, aber da können wir nicht viel machen. Deswegen müssen wir hier. Das ist eine Abkürzung nach draußen, aber auch nicht. Und ich habe Wasser vergessen. Toll. So ein Scheiß. Und wieder zurück. A few inches later. So, dann können wir das nicht machen, weil wir noch in Ruhe sind. Und ich glaube, ich werde die falsche Taste drücken. Jetzt hat es eine Taste verloren.
nicht hier runterspringen. Was komisch ist, die können uns, also die längste Deko hier, die können uns so abschießen. Aber sie können nicht alarmieren, dass wir da sind. Also, ich bin dafür zu dumm. Du schaffst es nämlich in einen Zug hier über. Ich habe viel zu kompliziert gedacht. Das ist für mich mal wieder typisch. So, und jetzt zack wieder hier. Oh, das wird. So. Auf den nächsten Bereich. Oh mein Gott! Man konnte das doch irgendwie als Sprungplattform nutzen, bin ich gerade bescheuert. Tatsache, ich kann einfach nur die abschießen. Ja gut, so geht's natürlich auch, ne, also. Da bricht auch schon die Nacht auf. Soll ich das gehen? Das geht rein. Dankeschön. Jetzt kann ich hier anfangen. Jetzt mal aufhören. Spast. Dankeschön, meine Güte. Okay. Nächster Versuch. So, komm. Nice. So, und jetzt kann ich es explodieren. Meine Güte, das hat viel zu lange gedauert. So. Hallo, wie halt ich stehe. Ich behaupte, leicht bis ihr führt, aber egal, wie ich ihn sage, das bringt auch nichts. Jetzt bin ich von euch zurück. Wenn ihr zu daneben, fällt ihr plötzlich einem Monster zu Opfer. Wieso wollen wir nicht glauben? Na gut, dann sage ich halt gar nichts mehr. Bestraft mich, tut ihr was immer ihr auch wollt. Genau die wollte ich. Genau dieses Experiment. Warte, auch die Prinzessin. Die Deko pfeift. Damit wird es funktionieren. Nebenbei. Wer bist du? Why are we still here? Just to suffer. Ach, huch, das ist auch nicht wichtig. Nur gut zu. Wir haben versucht, etwas über das Gift im Sumpf in Erfahrung zu bringen. Also gehen wir zum Dämmerwald-Tempel. Über dem Wasserfall. Aber ein Monster hat sich dort eingenistet und die Prinzessin wurde von ihm gefangen genommen. Der Deko-König glaubt, ich sei der Bibeltäter. Daher steckt er meinen Worten keinen Glauben. Aber die Prinzessin steckt in Schwierigkeiten. Ich muss rasch zum Tempel und sie retten. Verstehst du mein Anliegen? Natürlich. Hey, ist das... Du würdest anstatt mir gehen, um die Prinzessin zu retten? Jawohl, ja. Sehr gut. Lass mich dir die Melodie überbringen, die den Tempel öffnen wird. Die Prinzessin hat sie mir beigebracht. Ich singe dir leider vor. Hör gut zu. Dun, dun. Okay.
die Sonate des Erwachens. Du hast die Sonate des Erwachens gelernt. Diese Melodie erweckt jene, die in einen tiefen Schlaf gefallen sind. Habt ihr das gehört? Diese Melodie, nur die königliche Familie kennt sie. Das beweist, dass der Affe die Prinzessin getäuscht hat, um in den Tempel zu gelangen. Beginnt mit der Bestrafung des Affen. Mit der Exekution. Nun die Abkürzung, welche das Tickrufer benutzt, um in den Tempel zu gelangen. Aber du musst dich beeilen, ansonsten wird der König mich bestrafen. Dabei meint die hier. Heißt das Deku? Ja, Abkürzung für die Deku, sehr gut. Auffällig kann es auch nicht sein. Aber wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ja, genau. Wie es weitergeht, erfahrt ihr nur in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wie ich mich jetzt so, wie ich mich hier habe. Ja, würde ich sagen. Bis demnächst. Und hört sich.